Liebe Rapid-Fans, hier ist der Stefan Auer. Ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich ins Stadion am Sonntag und unterstützt uns gegen Sturm. Ja, Stefan, du warst leider relativ lange verletzt. Im April das Comeback gestartet. Erstens, wie war die Phase der Verletzung und wie ist das Comeback so gut gelungen? Ja, natürlich gibt es keinen richtigen Zeitpunkt für eine Verletzung. Und bei mir war es halt eher schwierig, weil ich keine Vorbereitung gehabt habe. Aber ich habe mich im Training probiert zurückzukämpfen und habe natürlich immer alles gegeben und habe dann die Chance bekommen und die, glaube ich, ganz gut genutzt wieder. Stefan ist ein Spieler, der irrsinnig intelligent ist, spielintelligent ist, der Dinge umsetzen kann, irrsinnig schnell umsetzen kann, die der Trainer von ihm verlangt oder das Trainerteam. Und wirklich sehr viele Positionen begleiten kann. Jetzt folgt das Heimspiel gegen Sturm. Mit Rapid, der beliebteste Club des Landes, gegen den zweitbeliebtesten Club des Landes. Ist es auch ein besonderes Match nach wie vor auch für euch Spieler? Ja, sicher, Sturm ist ein Traditionsverein. Haben natürlich jetzt die letzten Spiele gut absolviert, haben wieder viele Spiele gewonnen. Sind jetzt wieder dran und wollen den Europacup-Platz verteidigen bzw. erkämpfen. Und natürlich wird es ein schweres Spiel, aber wir haben auch die letzten Spiele immer gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können. Und ich bin mir sicher, wenn wir die Chancen, die wir haben, nutzen, dann werden wir gewinnen. Rapid ist gegen Sturm seit 9 Spielen ohne Niederlage, sogar seit 10 Spielen vor eigenem Publikum ohne Niederlage. Gibt es einen Grund, warum anscheinend so ein Gegner einer Mannschaft sehr gut liegt? Auf der anderen Seite gibt es dann wieder mit einem Ex-Verein Admira einen Gegner, wo man scheinbar ganz, ganz schwer gewinnen kann. Das ist die Frage natürlich. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen das ist. Und dass uns Sturm so liegt, das sind die Statistiken. Aber wir probieren eben jedes Spiel zu gewinnen und wollen das natürlich jetzt am Sonntag dann wieder zeigen. Das ist nur eine letzte Frage. Du hast eine sehr ordentliche Frisur und trotzdem den Spitznamen Schneckerl. Kannst du da mal aufklären? Ich meine, das wird ja nicht wahrscheinlich in Anspielung auf den Jahrhundertfußball Österreich sein. Nein, das hat andere Gründe. Also jetzt bin ich ja gestylt extra für die Pressekonferenz. Natürlich, wenn ich längere Haare habe, habe ich Wellen, sagen wir eher Wellen. Und ja, deswegen der Spitzname, den hat mir früher ein Freund gegeben und der hat sich irgendwie durchgesetzt und ja, es ist nun mal so. Alles klar, für uns Rapidler ist der Jahrhundertfußballer ja ohnehin der Hans Krankl. Ja, ist richtig.